Ist wieder GBF Akkadalmeister mit dem Let's Play von Die Drachen von Lars. Und ja, wir müssen jetzt zusehen, dass wir ein bisschen stärker werden. Und dazu laufen wir ein bisschen durch die Gegend. Wie spät ist denn das überhaupt? Die Sonne ist gerade erst aufgegangen, okay. Wir befinden uns vor Hüllock. Das heißt, wir können mal nach Norden laufen und dann nach Westen. Und da taucht ein Goblin auf und greift uns an. Ja, Schmirga wird das Schwert verwenden. Und Shanti kann ja mal den Feuerzauber einsetzen. Doch irgendwie passiert nichts. Habe ich den falsch? Nö. Okay. Aber nichts passiert. Habe ich den falsch? Nö, der ist eigentlich richtig. Aber irgendwie bringt das überhaupt. Er hält noch nicht mal mehr die kleine Flamme in der Hand. Aber hey, Smilga hat in der Zwischenzeit schon den Goblin besiegt. Und die Gegner greifen nicht nur Smilga an, wobei der eigentlich im Nahkampf direkt ist, sondern auch Shanti, so dass sich das ungefähr aufteilt. Der Schaden. Wenn man Glück hat. Ja. Tote Raubfliege. Nordwesten. Unter einer Baumgruppe. Auf einem Feldweg. Nö, toter Goblin ist hier. Vor Hüllock. Und wir befinden uns südlich von Vor Hüllock. Im südlichen Teil, sag ich mal. Aber da gibt es irgendwie keine Gegner. Die sind bloß im nördlichen Teil. Keine Böcke. Was auch immer das heißen soll. Okay, wir können dann ja mal gucken. Wir sind hungrig, aber wir können auch warten bis zur Nacht. Oder auch warten bis zum Abend. Wir versuchen das mal mit dem Bauernhof. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Wir sind im Hügelland. Ja, müssen wir erst nach Westen. Dann nach Norden. Den Feldweg bis zum Bauernhof und wir warten bis zum Abend. Ganz schön langweilig hier rumzustehen. Aber, nee, es funktioniert gar nicht. Ich meine, dass das mal funktioniert hätte. Da muss ich bis Abend schreiben. Nö, auch nicht. Okay, dann warten wir eben bis zur Nacht. Alles klar, ich werde warten. Ich warte, bis es dunkel wird. Leider bekommen wir bei dem ewigen Wachestehen langsam, aber sicher Hunger und Durst. Reden wir mit den Bauern über eine Unterkunft. Wir werden freundlich von den Bauern aufgenommen. Bei einer ordentlichen Mahlzeit und was zum Trinken unterhalten wir uns ausgelassen. Danach wird uns in einer kleinen Kammer ein Bett bereitet. Es tut gut, hier schlafen zu können. Spät ist das? Okay, ja, und so haben wir dann übernachtet und sind satt und haben auch keinen Durst. Sehr gut. Ich glaube, das kann man aber auch nur dreimal machen. Aber hey, warum nicht? Wir müssen ja noch ein bisschen trainieren. Toter Goblin ist hier, tote Raubfliege. Okay, wenn die Toten da schon rumliegen, dann ist es schon Problem, dass die dann nicht so auftauchen. Die müssen irgendwie verwesen, bevor sie neu auftauchen können anscheinend. Aber hey, ist mir gerade schon mal 26 Lebenspunkte. Und ich weiß gar nicht, ob das hier das Maximum ist, weil das Maximum bekommt man gar nicht angezeigt. Auf jeden Fall, wenn es auf 0 oder unter 0 fällt, ist man auf jeden Fall tot. Und dann ist das Spiel vorbei. Ja. Das ist zottelige Vieh wieder. Wir können uns nach Nordwesten bewegen. Im Hügelland, aber da ist auch nichts. Tote Raubfliegen. In einem Fluss. Wo bin ich denn jetzt? Norden, Südwesten, Westen. Achso, okay. Da will ich tote Raubfliegen. Nee, ist irgendwie nichts. Westen, Norden, Norden. Ja, warten wir bis zur Nacht. Und ja, rede mit. Oder wir können auch schlafen. In der Nacht. Und das Problem ist, wenn man jetzt hier. Man hat quasi eine Runde, wenn man wartet bis zur Nacht, dann hat man noch eine Runde, die man was machen kann, also mit den Bauern zu reden zum Beispiel, bevor dann die Nacht reinbricht und danach ist man eben, wird der Wachhund einen dann vertreiben vom Hof. Ja, toter Goblin. Vor Hüllock ist zumindest keine tote Fliege mehr. Und, aber hier greift uns ein Zombie an und gegen Zombies möchte ich ungern kämpfen, deshalb fliehen wir. Eine Raubfliege ist plötzlich aufgetaucht. Guck mal, mitten in der Nacht. Und wir nehmen dann den Levi-Spruch, den. Ja, Smilga nutzt die Situation, dass die Fliege verwirrt ist und schlägt nochmal zu. Das ist wie so ein Gelegenheitsangriff. Ich glaube, so heißt das in.
Dungeons and Dragons. Das heißt, wenn irgendein Gegner zaubert oder irgendwas anderes macht, als zu kämpfen, dann hat der Gegner einen Freiangriff sozusagen. Und im Grunde genommen macht Levi das mit den Raubfliegen. Finde ich gar nicht schlecht. Aber wieso hat diese Raubfliege hier 25 Gerfs dabei? Die ist ja reich gewesen. Das ist die reichste Raubfliege, die ich je gesehen habe. Die muss ich wohl irgendwie alle aufgesammelt haben. Ist ja unglaublich. Ja, nicht schlecht. Jetzt haben wir 36 Gerfs. Und Lebenspunkte haben wir auch noch viele. Also, läuft gut. Ich werde an dieser Stelle mal speichern. Weil das ein guter Lauf ist, wie ich finde. Toter Goblin im Hügelland. Aber, ja, ich finde das interessant, dass die Texte manchmal sich auch anpassen nach dem, ja, was für eine Zeit das ist. Denn hier scheint das westliche Hügelland von Lars zu enden. Mächtige Gebirgszüge erheben sich vor uns und ragen schwarz in den Nachthimmel. Ja. Sie verdecken einen großen Teil der Sterne und auch den Mond, sodass es hier so finster ist, dass man die Hand fast nicht vor Augen sieht. Ja. Und da ist der Höhlentroll wieder, aber den wollen wir uns noch nicht stellen, weil wir sind noch nicht stark genug. Ich will zumindest mindestens eine Stufe aufsteigen, bevor wir uns mit ihm herumschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und es ist zu dunkel, wir können nichts sehen. Es dürfte wohl um Mitternacht herum sein. Ja. Ja, dann schlafen wir doch einfach mal hier. Aber ein Zombie kommt und greift uns an. Das heißt, wir müssen fliehen. Aber anscheinend kommen wir trotzdem gut schlafen. Wir strecken uns ausgiebig, um wieder richtig munter zu werden. Und eine Raubfliege. Yeah. Hoffentlich ist auch wieder so eine reiche Raubfliege. Aber nee, die hatte gar nichts dabei. Okay. Kann wohl nicht immer der Fall sein, dass Raubfliegen 25 Dukaten mit sich rumschleppen oder Gerfs. Aber mit 27 Lebenspunkte, das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Und ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das das Maximum ist oder nicht, oder wie immer das zusammenhängt. Aber wir nehmen es einfach mal so an. 27 Lebenspunkte ist nicht schlecht. Aber hier ist sonst weiter auch nichts. Ach doch, ein Goblin. Ja, plötzlich ist er da. Und es bringt nichts gegen Goblins, der Levitationszauber. Und er hatte immerhin 3 Gerfs dabei. Er ist nicht so reich wie eine Raubfliege. Und Smilga ist ein bisschen angeschlagen. Wir sind hungrig und durstig, aber hey, das ist noch nicht so wild. Ja, dann können wir also wieder warten bis in die Nacht hinein vielleicht. Warte, Nacht. Lalalala. So, hungrig und sehr durstig sind wir. Das heißt, wir reden mal mit dem Bauern über eine Unterkunft. Dann kriegen wir nämlich Versorgung, Verpflegung. Aber nein, anscheinend war es zu spät, oder was? Denn jetzt ist plötzlich der Hund da und wir können gar nicht übernachten da. Oder vielleicht kann man auch nur einmal da übernachten, ich weiß es nicht. Oh, Smilga und Ashanti sind jetzt wirklich sehr durstig, okay. Jetzt können wir Kaffee trinken, oder wir, da der Fluss ganz in der Nähe ist, können wir da besser trinken. Ja. Und wenn man noch eine Stufe schlimmer ist, wenn man quasi am Verdursten oder Verhungern ist, dann verliert man pro Schritt, den man macht, einen Lebenspunkt. Beide Charaktere, oder den Charakter, der dann halt durstig ist oder hungrig ist, dann für beide. Ja, das ist das Hügelland. Süden vor Hüllock. Und eine Raubfliege greift uns mitten in der Nacht an. Und sie sticht fest zu, trifft uns jedoch nicht. Und besiegt. Sehr gut. So, trinke Wasser. Und das gleiche für Smilga auch nochmal. Jetzt sind wir zumindest nicht mehr am Verdursten. Aber wir sind hungrig, aber noch nicht ganz hungrig. Goblin ist hier, also schlafen wir hier in der Nacht. Und zwar ist die Sonne noch nicht zu sehen, aber es wird schon heller. Eben steigt die Sonne über dem Horizont auf und überflutet das Land. Es ist wieder Morgen. Ich will nicht, dass ihr gegen Bäume rennt. Achso, ich bin im Hügelland. Ich versuche mich immer kreisend zu bewegen. Und ein Goblin taucht auf. Sehr gut. Und Smilga hat ein bisschen Schaden genommen. Oh, sogar ein bisschen mehr.
Wobei, das war jetzt Shanty. Der hat uns ja ordentlich verletzt. Shanty hat bloß noch 13 und Smilga 19 Lebenspunkte. Das ist natürlich nicht so pralle. Ich werde an dieser Stelle mal speichern wieder. Scheint mir doch sinnvoll. Ja. Höhlentroll. Und eine Raubfliege. Die uns zum Glück nicht verletzt. Und auch schnell besiegt ist. Hier sind wir wieder an einem Fluss. Toter Goblin ist hier. Warten wir die Nacht ab. Wir haben langsam ein richtiges Loch im Bauch. Besorgen wir was zu essen. Wir sind jetzt sehr hungrig und das heißt, wir sollten jetzt mal... Ist noch nicht lange her, dass die Sonne unterging. Wir sollten jetzt mal was essen. Und was nehmen wir denn da? Was haben wir denn hier? Brot, ein Ei, Schinken, Salami und eine Forelle. Die Forelle behalten wir. Und wir essen das Ei. Vorzügliches Mal. Wir essen das Ei und fühlen uns deutlich wohler. Und wir sind satt. Von sehr hungrig zu satt durch nur ein Ei. Die sind sehr genügsam, die Jungs, muss ich schon sagen. Okay, was machen wir jetzt? Sollen am besten übernachten, denn es ist zu dunkel. Ich kann keine möglichen Richtungen mehr erkennen, in die wir laufen könnten. Also schlafen wir, würde ich sagen. Ja. Und es ist wieder morgen. Haben wir Lebenspunkte zurückbekommen? Ja, Smilga hat auf jeden Fall welche zurückbekommen. Und Shanty auch, ja. Ich habe das Gefühl, als würde es ausgewürfelt werden. Das ist so mein Eindruck. Raubfliege! Und unsere Rüstung bewahrt uns vor Schaden. Das ist schön. Aber noch haben wir keine... Kein Stufenaufstieg. Gut, der hat uns nicht verletzt. Verwirren wir den Goblin ein bisschen. Ah, er fügt uns Schaden zu. Das ist nicht so tolle. Oh, er fügt uns Schaden zu. Ja. Und wir finden immerhin zwei Gerfs, aber... Shanty hat bloß noch 7 Lebenspunkte. Das ist nicht so schön. Wie sieht's mit, ja, wir sind noch... Dann warten wir eben die Nacht ab. Und schlafen auch. Und von 7,25 zu 9,27, also nur 2 Lebenspunkte neu dazu bekommen. Ich habe das Gefühl, das wird ausgewürfelt. Oh mein Goblin. Ja, gut. Er verletzt uns nicht. Da verletzt er Smilga, da verletzt er wieder Smilga. Und schon wieder. Ich glaube, wir sterben gleich. Mann, ist der hart. Ja, okay, wir sind gestorben. Scheiße. Die Attacke unseres Gegners hat uns den letzten Lebenshauch geraubt. Für dieses Monster hätten wir wohl stärker sein müssen. Ja, das ist ja nett. Ja, Lebenshauch. Sehr philosophisch. Ja, aber machen wir Spielende, Abbruch oder Neustart. Wir machen ja, Neustart. Und laden dann den letzten Spielstand. Toter Goblin und 7,25 Lebenspunkte, okay. Ja, vielleicht können wir was trinken. Vielleicht bringt uns das ja ein bisschen was. 7,25, trinke Wasser für Smilga. 126 Lebenspunkte, jawohl. Wenn man es nochmal macht, was passiert dann? Ne, dann kriegt man keinen Lebenspunkt mehr. Das funktioniert wahrscheinlich nur einmal am Tag oder so. Könnte ich mir vorstellen. Wäre auch zu schön, wenn man einfach nur ganz viel Wasser trinken muss, um sich wieder aufs Maximum zurückzuholen. Und bei Shanty sollte es dann genauso sein. Nee, bei dem ist es gar nicht so. Der ist irgendwie... Tja, der kriegt keine Lebenspunkte dafür. Also, wieder ad absurdum geführt, was ich gesagt habe. Vielleicht heilt man ja in Dörfern oder im... Man kann auch in seinem eigenen Haus quasi übernachten. Also entweder in Shantys Haus oder in Smilgas Haus. Ist ja deren Zuhause. Allerdings, ja. Nicht allerdings, sondern ich denke, da könnte man vielleicht ein paar mehr Lebenspunkte kriegen. Also, gehen wir in Shantys Zimmer und, warten bis zur Nacht. Weil nur dann kann man auch
schlafen tatsächlich. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Und gucken wir jetzt mal. Von 7,26 zu 7,26. Also hat das Übernachten gar nichts gebracht. Ach nee, wir haben noch gar nicht geschlafen. Komischerweise. Ah, wir hätten eine Runde warten müssen, bis es wirklich Nacht ist, damit das Spiel erkennt, es ist Nacht und jetzt kann man erst schlafen. Denn sonst kriegt man den Text. Mag ja sein, dass du vom vielen Spielen schon Ringe unter den Augen hast, aber tagsüber gibt's in Lars einfach viel zu viel Erlebenswertes. Wir machen im Sonnenschein auf jeden Fall kein Auge zu. Das ist nett. Darf ich das entscheiden oder ihr? Ja. Eben verschwindet die Sonne am Horizont und in wenigen Minuten ist es dunkel. Einmal mehr ist die Nacht über Lars hereingebrochen, ja. So, jetzt können wir schlafen. Und jetzt ist es wieder morgen. Und 13:32, ui. Also Smilga ist ziemlich gut, hat sich sehr gut erholt und Ashanti auch ein bisschen. Aber wenn Ashanti stirbt, ist das Spiel auch vorbei, also bringt uns das wenig. Wir können ja nicht entscheiden, welcher von den beiden angegriffen wird. Speichern wir an der Stelle nochmal. Und wir sind jetzt im Hühnerstall, da wollte ich ja gar nicht hin. Vor Hülok. Gibt es hier... Ja, komisch. Gerade eben war keiner da und jetzt plötzlich ist ein Gegner da. Die tauchen nicht... die sind nicht sofort auf dem Feld. Man muss, glaube ich, bestimmte Reihenfolge einhalten, wo man langläuft tatsächlich. Das ist mir später nämlich auch schon mal aufgefallen bezüglich eines Wildschweins, das wir später nochmal treffen werden. Dass es nur auftaucht, wenn man erst nach Norden geht und dann wieder zurückgeht, dann taucht es auf. Und ja, dann ist es halt tot und dann liegt dann rum, bis man eine Nacht gewartet hat und dann kann man das wiederholen. Dann geht man wieder nach Norden und wieder nach Süden und dann ist das Wildschwein wieder da. Aber man muss erst so diesen Gang gehen, sag ich mal. Ja, ist ein bisschen merkwürdig, die Spielmechanik an der Stelle. Smilga wird verletzt, aber das ist nicht so schlimm. Shantys Rüstung bewahrt ihn vor Schaden. Und das Monster ist besiegt tatsächlich. Sehr schön. Was? Smilga wurde verletzt? Okay. Habe ich dann wohl überlesen. Wir sind immer noch hungrig. Oder wieder hungrig. Und ein Goblin. Okay, mal sehen. Ob wir den bezwingen können. Er trifft wenigstens nicht. Das ist gut. Und wir finden drei Gerfs, nachdem er besiegt ist. Und Smilga hat einen neuen Kämpferlevel erreicht. Jawohl, wir haben es geschafft. Er ist jetzt kein Milchbubi mehr. Doch. Was? Was? Oder muss man jetzt erstmal eine Runde laufen oder so? Nee, ist immer noch Milchbubi. Hä? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Dann müsste da was anderes stehen. Wenn das ein Kämpferlevel ist, dann müsste da was anderes stehen als Milchbubi. Hm, sehr merkwürdig. Vielleicht muss man auch erstmal eine Nacht warten oder so. Warten wir also bis zur Nacht. Und rede mit Bauern über Unterkunft. Ah, ja, okay. Jetzt nimmt er uns wieder auf. Ja. Genau die richtige Stelle erwischt. Und satt und haben keinen Durst. Und Smilga 33 und Shanti immerhin 17 Lebenspunkte wieder. Kein Durst und kein Hunger. Und jetzt können wir gucken, ob wir es schaffen, ein paar Gegner zu finden. Ja, tote Raubfliege, das wissen wir. Toter Goblin, okay. Feldweg. Hier raschelt es. Gehen wir auf den Kiesweg, aber da ist meist nichts. Das zottlige Vieh, der Brückentroll, aber der kommt ja später. Mal kurz ins Dorf gegangen. Wieder am Fluss. Wieder unter einer Baumgruppe. Feldweg. Aber nö. Scheint als, obwohl die Sonne gerade erst aufgegangen ist, haben wir schon alles abgeklappert sozusagen. Speichern wir an der Stelle wieder und ja, warten bis zur Nacht. Vielleicht werden wir überrascht. Wir sind auf Ärger aus. So, kein Durst. Sind noch satt. Aber immer noch Milchbubi. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Hoffentlich ist das Spiel nicht kaputt jetzt oder so. Ja, gut. Wir konnten in Ruhe übernachten. 17:33 auf 24:36. Ha, okay. Es scheint, hier hat 7 Lebenspunkte dazu bekommen. Smilga aber nur 3. Also wird das wohl für jeden einzeln ausgewürft. Ich dachte, das wäre 1. Zumindest wenn man übernachtet in der Wildnis. Es gibt so viele verschiedene Konstellationen. Manchmal ist es bei beiden gleich, was sie zurückbekommen. Und manchmal ist es dann unterschiedlich. Jetzt, ich weiß nicht, wovon das abhängt. Ja, das Spiel gibt einem da relativ wenig Informationen bezüglich ja, des Auflevelns oder generell der Rollenspielelemente wegen. Das ist ein bisschen wenig. Wie ich finde.
Aber das ist halt so rangetackert, denke ich mal, dieses Rollenspielelement. Dafür haben sie später die Schicksalsklinge gemacht. Und das ist ein Rollenspiel, das so viele Regeln hat und alles. Das ist phänomenal, wie ich finde. Das ist richtig toll. Ja. Oh, die Raubfliege ist ein bisschen aggressiver. Und Shentia hat zumindest einen neuen Kämpferlevel erreicht, wobei der immer nur hinten steht und Zauber spricht, aber er hat anscheinend auch einen neuen Kämpferlevel. Vielleicht vom Zugucken. So, das Monster ist besiegt und jetzt, komischerweise, ist Smilga ein Schaumschläger. Steigt Smilga denn nur auf, wenn Shanti auch aufsteigt? Also Schaumschläger ist schon mal besser als Milchbubi. Das können wir schon mal festhalten. Ist auch interessant zu wissen. Und jetzt war tatsächlich im Süden von Höhlock auf dem Kiesweg war ein Gegner. Ha. Okay. Ich revidiere meine Meinung. Ich habe auch das Gefühl, dass die so ein bisschen wandern wie die Eltern im Dorf. Als würden die Felder so ein bisschen wandern. Aber wie gesagt, das ist alles Theorien hier, die ich äußere. Ich habe einfach keine Bestätigung. Ein Goblin. Ja, da ist er ja. Da ist unser Goblin. Jeden Tag aufs Neue. Täglich grüßt das Murmeltier. Täglich grüßt der Goblin und die Raubfliege. Oh, Shanti wird verprügelt. Oh, 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 das sieht übel aus. Oh, 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 oh. Ja, und wir sind tot. Schade. wobei wir das Monster noch besiegt haben. Smilga hat ihn noch getötet, als Rache für seinen Freund wahrscheinlich, aber... Und findet immerhin zwei Gerfs. Aber leider ist es Shanti tot und das bedeutet, wir müssen neu starten. Ja, am Anfang ist es wirklich... recht glücksabhängig. Da ist wieder eine Raubfliege. Und wir haben das neue Level nochmal neu erreicht. Wir können jetzt wieder was trinken. Beide. Ja, man muss an beide denken. Schön trinken. Ist gesund. Viel Wasser. Ich muss auch wieder ein bisschen was trinken. Einen Moment. So. Ja, wir wollen überschreiben. Hügelland. Gibt es noch mehr Gegner? Was? Ach da. Ja. Dam, dam, dam. Nö, ich will nicht, dass du gegen Büsche rennst. Ich will, dass du einen Goblin besiegst. So. Ah, er hat mega 7 Lebenspunkte abgenommen. Können wir Fabre mal wieder einsetzen. Aber er hält die Flamme jetzt immerhin wieder in der kleinen Hand. Wer soll sie doch auf das Monster abfeuern? Hey! Es scheint ja einen neuen Magier-Level erreicht. Ja. Und das kann auch nur er. Weil Smilga ist leider unbedarft. Oder wie heißt es hier nochmal? Unbegabt. Ja. Und jetzt ist Shanti vom Scharlatan zum Kleriker aufgestiegen. Und ist auch Schaumschläger jetzt geworden. Zwischendurch wahrscheinlich, jetzt wo er ein neues Magier-Level erreicht hat. Vielleicht ist es bei ihm an das Astral-Level gekoppelt oder irgendwie sowas. So kann ich mir das jetzt nur erklären. Aber Smilga ist ziemlich angeschlagen. Wir werden mal speichern an dieser Stelle. Und ich glaube, wir könnten mal versuchen, den Troll anzugehen. Warten wir bis zur Nacht und übernachten dann nochmal beim Bauern. Und zwar sofort. Ja. Ach nee. Nee, der Hund hat uns wieder vertrieben. Schade. Gut, dann müssen wir halt so übernachten. Warte mal, wie viele Lebenspunkte haben wir? 23, 16. Jetzt haben wieder beide drei Lebenspunkte dazu bekommen. Könnte Zufall sein, könnte Absicht sein. Ich weiß es nicht. Das ganze Spiel weiß es, glaube ich, nicht. Na gut. So. Auch wenn wir angeschlagen sind und wahrscheinlich viel mehr Lebenspunkte bekommen könnten, versuchen wir jetzt mal, den Höhlentroll anzugreifen. Es ist natürlich glücksabhängig, wie das halt im Rollenspiel so ist, aber wir versuchen es einfach mal. Ja. Mit dem Befehl, greife Troll an. Smilga verwendet Schwert und Shanti kann Fabromath einsetzen, weil Trolle reagieren ja in der Regel empfindlich auf Feuer, aber er hält wieder nur die Flamme in der Hand. Sehr gut, Shanti, du bist top. Top-Kerl. Deshalb setzen wir jetzt Levi ein. Und der Höhlentroll hat zumindest keinen getroffen. Und wieder nicht. Sehr gut. Dafür treffen wir ihn für 10 Lebenspunkte.
Aber Levitation verwirrt den Troll wohl auch nur. Aber er trifft uns immerhin nicht. Sehr gut. Oh, Shanti wurde von 9 Lebenspunkte getroffen. Und für 11 Lebenspunkte, ich glaube, er ist gleich tot. Oh, 17 Lebenspunkte für Smirga. Aua, aua, aua. Das ist natürlich bitter. Aber hey, wir haben ihn besiegt tatsächlich. Smirga holt weit aus und verletzt den Höhlentroll für 11 Punkte. Oder Hitpoints, yeah. Und Shanti spricht einen Zauber aus, doch nichts passiert. Ja, das ist ja nichts Neues. Sofort bricht der Höhlentroll leblos zusammen. Sofort. Hat ein bisschen gedauert. Das Monster ist besiegt. Und Shanti findet immerhin 10 Gelfs, die der Troll bei sich hatte. Sehr gut. Jetzt haben wir nur 6 und 2 Lebenspunkte. Oh Gott, wenn wir jetzt auf eine Raubfliege treffen, werden wir sterben. Na gut, wir stehen vor einem großen Höhleneingang. Die Höhle scheint weit ins Innere dieser Felswand zu führen, doch ist es dort stockdunkel. Hinter uns erstreckt sich weit das offene Hügelland. Ein toter Höhlentroll ist hier. Sieh, Troll. Der Höhlentroll ist beinahe 9 Fuß hoch, also 3 Fuß kleiner als der Brückentroll, und, wie Trolle das so an sich haben, enorm behaart. Es ist zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Ja, ich bin jetzt gerade in die Höhle reingegangen, aber hier kann man nichts machen. Aber könnten wir mal sagen, hier zaubere Faber. Dazu müssen wir Ashanti sein. Worauf? Auf Höhle. Warte mal. Auf Höhle. Ich habe diese Macht, um sie sinnvoll einzusetzen und nicht um Flurbrände zu verursachen. Oh. Ich weiß nicht, wie man eine Höhle in Brand stecken kann. Ist ja alles so auf Stein, denke ich mal, aber... Nee, tatsächlich können wir in dieser Höhle nichts machen. Oder nichts sehen und deshalb nichts machen. Aber wir haben jetzt zumindest den Höhlentroll besiegt. Und da geht es viel zu steil hoch. Und jetzt werden wir ein bisschen übernachten. Wo wir ein bisschen hungrig sind, aber das ist in Ordnung. Übernachten wir in Ashantis Zimmer. Warten bis zur Nacht. Und haben 8 und 4 Lebenspunkte wieder zurück. Okay, warten wir nochmal eine Nacht. Aber wir haben ein Loch im Bauch. Sehr hungrig und sehr durstig. Also müssten wir eigentlich jetzt uns was besorgen, weil sonst sterben wir an Verdurstung. Also gehen wir mal... Ah ne, den Hühnerstall wollte ich nicht. Oh, Raubfliege. Aber wenn wir nicht vor einer Raubfliege fliehen... Oh, Smirga wird getroffen. Oh, wir sind am Verhungern und am Sterben. Mist. Oh, jetzt werden sie sehr durstig. Nicht verdursten, sonst trinken wir gleich Kaffee. Trinke Wasser. Schnell, Wasser. Ah, die Kühle des Wassers ist erfrischend. So, und wir sind sehr hungrig. Deshalb essen wir jetzt... Was essen wir denn jetzt? Brot, Schinken oder Salami? Essen wir den Schinken. Warum nicht? Wir essen den Schinken und fühlen uns deutlich wohler. Oh, ich hätte jetzt sogar einen Lebenspunkt wieder zurückbekommen. Und nochmal 2. Smirga auch 2. Okay, also der Schinken plus 2 Lebenspunkte. Aber wir wollen nicht in der Wildnis übernachten. Ne, wir wollen auch nicht in der Speisekammer hocken. So, wir sind in Smirgas Haus. Wollen aber bei Ashanti übernachten, weil da muss ich nicht nach oben klettern, sondern kann einfach nur nach Norden laufen und dann ist es ein bisschen einfacher. Es ist schon Mitternacht, das heißt, wir wollen jetzt schlafen. Warte mal, wie viele Lebenspunkte haben wir? 11 und 4. 14 und 7. Yay, 3 Lebenspunkte. Warte wieder bis zur Nacht. Nicht nach, sondern Nacht. Und schlafen wir dann. 14 und 7 hatten wir und wieder 14 und 7. Also in dieser Nacht haben wir nichts dazu bekommen. Keine Lebenspunkte und da verstehe ich dann nicht, warum das manchmal so ist, dass man selbst wenn man übernachtet hat, gar keine Lebenspunkte dazu bekommt neu. Es scheint irgendwie... Ja, und das meinte ich. Ihr habt es selber gesehen, 14 zu 7 und nach noch einer Nacht war es wieder 14 zu 7. Also da hat sich überhaupt nichts getan und da ist halt die Frage, wonach wird das berechnet? Und das ist eigentlich das Problem am Anfang des Spiels. Wenn man erstmal so wenige Lebenspunkte hat, dann kann man nicht mehr viel anderes machen. Und ja, ist dann quasi ja, auf der Suche nach einer Möglichkeit, seine Lebenspunkte wiederzubekommen. Und das bisschen, was man durchs Trinken oder durchs Essen bekommt, hilft dann nicht wirklich was. Und das Schlafen funktioniert auch nicht immer, wie man gesehen hat. Vielleicht muss man erst wieder sich bewegen oder sowas oder einen Kampf machen, damit
man neue Lebenspunkte dazu bekommt. Vielleicht ist da so ein Trigger, der das erst, der einem dann erst neue Lebenspunkte spendiert, wenn man sich bewegt hat oder ein bisschen Zeit investiert hat in das Spiel oder so. Aber gut, das werde ich dann beim nächsten Mal werde ich das dann angehen. Ja, ich denke mal, für dieses Mal reicht es wieder. Das war GBF Arkadalmeister mit dem Let's Play von Die Drachen von Lars. Und ich sage, bis dahin.